In diesem Video werde ich euch mal mitnehmen auf meine Erprobungstour meines neuen Restkraftverstärkers Emotion M25 von Alba. Kommen wir mal dazu, was so ein Restkraftverstärker kann. Also so ein Restkraftverstärker unterstützt beim Antreiben des Rollstuhls sowie beim Abbremsen des Rollstuhls. Außerdem haben sie eine Rückrollverzögerung, was gerade bei Steigungen oder Gefälle hilfreich ist. Ich muss auch immer so eine Harakiri aktivieren. Boah, Sascha, ey, du bist so dumm. So, das war mal wieder so ein kleiner Schockmoment. Ja. Willkommen zum zweiten Cruise Mode Test. Beim letzten Mal habe ich mich fast auf die Fresse gelegt. Jetzt wollen wir es nochmal testen. Selbstverständlich habe ich es zwischendurch mal getestet. Ich wollte mich ja nicht nochmal blamieren. Dementsprechend zeige ich es euch jetzt aber, dass es funktioniert. Cruise Mode an. Lasst uns rollen. Wenn ihr beim Cruise Mode drehen wollt, ist es wichtig, dass ihr auf der einen Seite bremst und nicht auf der anderen Seite Ansprung gebt. Gebt ihr auf der anderen Seite Ansprung, dann wollen die Emotions schneller werden. Ja, da wollte der Rollstuhl nicht ganz so wie ich wollte. Am Anfang dachte ich, oh, jetzt wird er wieder schneller, aber dann hat er abgebremst. Wie ihr gesehen habt, also er wollte nicht um die Kurve, er hat dann lieber ganz ausgemacht und hat hier an der Ecke gebremst. Okay, nicht ganz wie er sollte, aber lieber Safety first als wieder irgendwo reinfahren. Weiter geht's. In der App könnt ihr dann auch die Geschwindigkeit einstellen. Über das Drücken von Plus und Minus könnt ihr im 0,1 km/h Bereich alles ändern. Kann mir mal jemand einen Kaffee bringen? Seid ihr schon mal so schnell mit einem Aktivrollstuhl den Berg hochgekommen? Geil! Wollen wir da den steilen Berg runter? Ach kommt Leute, machen wir es doch mal. Los geht's! Oh, Achterbahn! Nein, doch nicht. Also ich sag's ja, es ist ein befremdliches Gefühl, jetzt kann ich nicht lenken. Ja. Was war jetzt das Problem? Irgendwie wollte er nicht mehr lenken. Ob es daran liegt, dass meine Manschetten so locker sind und ich die nicht fester kriege. So, ich stelle die Greifreifen wieder sensibler. Das Problem ist, wenn die sensibler gestellt werden, dann kann das passieren im Cruise Mode, dass durch irgendwelche Erschütterung die Geschwindigkeit sich höher stellt. Da könnte man etwas nachbessern. Eine weitere kostenpflichtige Sache der App ist dann auch der Speed-Modus, wo ihr eure Unterstützung von 6 auf 8,5 km/h erhöhen könnt. Ist eine nette Sache, definitiv. Es macht viel Spaß, ein bisschen schneller damit zu fahren. 7 km/h! Das ist für jemanden mit eingeschränkter Arm- bzw. Handfunktion schon mal ganz ordentlich. Und sollte auch nicht übertrieben werden. Also mehr darf es dann auf jeden Fall nicht werden. Je schneller ihr unterwegs seid, desto ja, blöder ist der Rollstuhl zu kontrollieren. Gerade wenn das mit dem Bremsen im Cruise-Mode nicht ganz so klappt oder ihr nicht die Kraft auf den Greifreifen übertragen könnt, wie der in dem Moment benötigt wird. Das könnte hässliche Situationen geben. Das letzte kostenpflichtige Feature, welches die Restkraftverstärker mit sich bringen, ist der sogenannte Remote Control Modus, wodurch ihr über Neigung des Smartphones oder auch die Joysticks im Display den Rollstuhl fernsteuern könnt. Das heißt, wenn jemand fit ist, einen Transfer selber kann und aus Versehen den Rollstuhl vom Bett wegschiebt, kann er ihn sich selbstständig wieder ans Bett holen. Ich habe natürlich gleich an den PlayStation Modus oder einen ferngesteuerten E-Rollstuhl gedacht und habe natürlich den Remote Control mal so richtig ausprobiert. Auf ebener Fläche geht es so minimal mit Passagier im Rollstuhl. Bei Steigung oder Gefälle geht es natürlich gar nicht und da macht der Restkraftverstärker auch dicht. Obwohl Restkraftverstärker für Menschen mit eingeschränkter Arm- und oder Handfunktion gedacht sind, bekomme ich gerade von diesen Menschen immer mal so zwei Gegenargumente gegen Restkraftverstärker zu hören, auf die ich jetzt hier nochmal eingehen möchte, auch wenn es mit dem Hilfsmitteltest jetzt nicht so viel zu tun hat.
Es hat aber was damit zu tun, ob das Hilfsmittel sinnvoll ist oder nicht. Unter euch ist nämlich jetzt garantiert jemand, der sich das eine oder andere von den beiden Sachen denken tut. Deswegen möchte ich jetzt hier mal die Argumente kurz aufgreifen. Das erste Gegenargument, was ich so immer mal wieder zu hören bekomme, ist die Tatsache, dass die Menschen ja auf gerader Fläche klarkommen und ihre Muskeln trainieren wollen. Kann ich nachvollziehen, Training ist gut. Wenn ihr eure Muskeln trainieren wollt und ohne Emotions klarkommt, ja, dann schaltet sie doch aus. Dann ist der Rollstuhl etwas schwieriger zu bewegen, er lässt sich dennoch bewegen. Und sollte man dann wirklich mal Hilfe brauchen, dann macht man es wieder an. Es hat natürlich auch den Vorteil, dadurch, dass der Rollstuhl etwas schwieriger zu bewegen ist, es hat einen höheren Trainingsfaktor. Also das Argument zählt man nicht. Das zweite Gegenargument gegen die Restkraftverstärker ist dann natürlich die Tatsache, dass die Leute sagen, sie können die Dinge einfach nicht beherrschen. Haben es dann vielleicht mal einen Tag ausprobiert, ohne dass da was eingestellt wurde oder vielleicht auch nur kurzzeitig und haben dann gesagt, ich habe keinen Bock. Einige haben es auch gar nicht ausprobiert, was dann eh Quatsch ist, was die da von sich geben, aber das ist eine andere Geschichte. Naja, ich kann dazu nur sagen, herzlichen Glückwunsch, wenn die Emotions nicht eingestellt sind und nicht ausgiebig probiert wurde, wie, was, wo funktioniert, dann fahre selbst ich irgendwo gegen. Und das tue ich auch so, wie jeder ganz normale andere Rollstuhlfahrer auch. Das hat dann nämlich nicht unbedingt was mit dem Hilfsmittel zu tun, sondern teilweise auch mit der Aufmerksamkeit. Weil wenn ich nicht aufpasse, dann rolle ich auch mal irgendwo gegen, auch wenn die Emotions eingestellt sind. Das hat dann nichts mit den Emotions zu tun. Vergesst bitte nicht, den Rollstuhl selber antreiben ist ein Stück von Freiheit, von Selbstständigkeit. Und darum geht es doch bei diesem Hilfsmittel, dass man selbstständig, frei durch die Weltgeschichte geistern kann. Also überlegt euch das sehr gut, bevor ihr das Hilfsmittel ablehnt, ohne es wirklich getestet zu haben und ihm eine Chance gegeben zu haben. So, damit kommen wir jetzt nun zu meinem Fazit. Was mir als allererstes an dem neuen Restkraftverstärker M25 aufgefallen ist, das Design ist mal richtig stylisch. Ihr habt euch da echt Mühe gegeben. Es ist schwarz, schlicht, geil. Das Vorgängermodell war okay, das Modell davor war Grotte. Dementsprechend, es geht in die richtige Richtung. Das zweite, was mir positiv an den M25 aufgefallen ist, das ist die kleine Fernbedienung. Sie ist zwar meiner Meinung nach immer noch etwas zu groß dafür, dass sie nur so wenige Funktionen beinhaltet. Dennoch ist sie auf jeden Fall erheblich kleiner als die Vorgängerversion. Das dritte, was mir positiv an den Restkraftverstärkern aufgefallen ist, ist die Tatsache, dass sie jetzt mit einer App steuerbar sind, was natürlich zeitgemäß ist. Eine vierte positive Sache ist die Tatsache, dass es jetzt ein induktives Ladegerät gibt. Da werden jetzt nur noch magnetisch die Aufladebuchsen direkt über den An- und Ausschalter gepackt, ziehen sich selbstständig ran. Wenn ihr aufpasst, dass das Kabel nicht auf Zug liegt, dann habt ihr auch keine Probleme beim Laden. Der fünfte positive Punkt ist der Cruise Mode. Es ist zwar nicht überall einsetzbar und am Anfang echt gewöhnungsbedürftig, damit umzugehen, dennoch ist es ein sehr nützliches und unterstützendes Feature. Sechster Punkt auf der positiven Seite ist auf jeden Fall, dass die Sensibilität der Greifreifen jetzt über ein siebenstufiges Rädchen an den Greifreifen ganz leicht einstellbar ist. Denn im Gegensatz zum vorherigen Modell hat dieses Modell jetzt Markierung drauf. Das war ja nicht so einfach bei den anderen. Nächster Pluspunkt ist, dass die Geschwindigkeit auf 8,5 km/h erhöht werden kann und das sogar im Cruise-Modus funktioniert. Der Extraschub an Geschwindigkeit ist ganz nett, aber auch mit Vorsicht zu genießen. Da sollte man schauen, ob man damit überhaupt umgehen kann oder nicht. Wenn man damit umgehen kann, ist es auf alle Fälle sehr nett. Letzter Punkt, der mir positiv aufgefallen ist, ist die Tatsache, dass man jetzt seine Touren aufzeichnen kann. Gerade für sportlich versierte Menschen ist dieses natürlich sehr wichtig, um zu sehen, wie ihr Trainingsverlauf ist, wie die Zeiten sind und so weiter und so fort. Also es ist ein nettes Feature auf alle Fälle. Negativ in meinem Testmonat ist mir auf jeden Fall aufgefallen, dass der Cruise Mode zwar die Möglichkeit hat, dass man die Geschwindigkeit erhöht durch das zusätzliche Antreiben des Rollstuhls oder auch mit der App, aber es ist leider nicht manuell möglich, den Rollstuhl bzw. die eingestellte Geschwindigkeit zu reduzieren am Greifreifen, weshalb man entweder ganz stoppen muss oder über die App
ganz mühselig im 0,1 km/h-Bereich die Geschwindigkeit reduzieren muss. Zweiter negativer Punkt betrifft auch die Cruise-Mode-Funktion. Und zwar ist mir aufgefallen, dass gerade wenn die Greifreifen etwas sensibler eingestellt sind, kleine Hückel schon ausreichen, dass die Geschwindigkeit sich erhöht. Wenn man da nicht aufpasst, ist man ganz schnell auf einmal bei 6 km/h oder noch schneller und kriegt den Rollstuhl nicht mehr unter Kontrolle. Es ist auf ebener Strecke nicht der Fall, aber sobald ein Huckel kommt, kann das durchaus mal passieren, dass der Rollstuhl auf einmal abgeht wie eine Rakete. Und wenn der Unterschied zwischen den Kilometer pro Stunde zu hoch ist, dann geht da auch gerne mal einmal kurz in den Kickstart. Das bedeutet, dass der Rollstuhl nach hinten kippt. Zumindest konnte ich das bei meinem jetzigen Ersatzrollstuhl feststellen, weil der sehr kippfreudig ist. Des Weiteren ist mir negativ aufgefallen, dass ich nachts eine Disco-Beleuchtung im Zimmer hatte. Da es eine LED gibt, die bei einer automatischen Abschaltung oder bei der Abschaltung über die App sowie Fernbedienung nachts blinkt. Ja, das ist die sogenannte Statuslampe, wie ich mir das jetzt selber zusammengereimt habe. Die blinkt grundsätzlich 15 Stunden, würde ich jetzt mal von ausgehen, weil 15 Stunden habt ihr die Möglichkeit, die Emotions wieder über die App, über die Fernbedienung anzumachen. Lediglich, wenn ihr die Emotions über die ganz normalen Ein- und Ausschalter an der Seite betätigt, leuchtet diese Lampe nachts nicht. Eine Option, die auszuschalten, gibt es leider nicht, wäre vielleicht hier sinnvoll, ist natürlich einfach wieder eine Update-Geschichte, die natürlich nachgereicht werden könnte. Da kommen wir dann auch zum nächsten Punkt, der mir aufgefallen ist. Und zwar ist es die Tatsache, dass das mit diesem Piepen und leeren Akku irgendwie nicht so ganz funktioniert. Also kurz zum Hintergrund, ich hatte das eine Mal die Emotions nicht ganz geladen gehabt und um, ich glaube, 14 Uhr oder so, sind die dann in den Modus gekommen, dass sie mir signalisiert haben, dass der Akku leer wird. Ja, ich habe die Emotions kurzzeitig mal geladen, für eine halbe Stunde oder so, damit ich erstmal ein bisschen rumkomme, ohne dass sie nerven. Dann bin ich ein bisschen rumgerollt, dann haben sie wieder angefangen, nach, was weiß ich, 2 Stunden oder so rumzunerven, dann habe ich sie wieder angeschlossen für kurzzeitig und dann bin ich ja den ganzen Tag noch rumgefahren bis weit in den Abend hinein, bis ich dann irgendwann gedacht habe, so waren die Emotions nicht eigentlich leer? Ich habe in die App geschaut, in der App war 0,0% quasi angegeben auf beiden Seiten. Gepiept haben sie nicht mehr, das Piepen war in der App angeschaltet. Und seitdem piepen die nicht wirklich. Ich habe die schon zurückgesetzt. Ich habe sie auch wieder mal auf stumm und wieder auf laut geschaltet. Bisher piepen sie irgendwie nicht mehr. Ich muss mal gucken, ob ich da nochmal rankomme, dass sie piepen oder nicht. Der letzte und wohl auch größte Minuspunkt der Restkraftverstärker ist der, dass die App-Inhalte ganz schön teuer sind. Also wir reden hier über 319 oder 329 Euro für alle Features, die die App beinhaltet. Ihr könnt natürlich auch einzelne Module kaufen, wie zum Beispiel die Fernbedienungsfunktion oder die Remote-Funktion oder nur das Speed und. Auch ich muss mir überlegen, ob ich jetzt mir irgendwelche dieser Module kaufe, auch wenn der Cruise-Mode gut ist und der Speed-Mode. Sowie die Fernbedienungsfunktion, aber der Preis, sorry, dafür habe ich Sachen, die ich mir eher leisten möchte, wie mein Studium oder auch einfach mal mit Freunden essen gehen und. Also ich möchte jetzt nicht monatelang sparen müssen, damit ich mir das alles holen kann. Abgeneigt dafür, dass Alba mir sowas sponsert, bin ich nicht, auf alle Fälle nicht. Gesponsert haben sie mir nichts. Dementsprechend ist das meine objektive Meinung für die Restkraftverstärker. Ob Alba das schluckt oder nicht, ist mir in dem Fall egal. Nur, ich wollte ein authentisches Video machen, das habe ich jetzt nun gemacht. Es kann jeder selbst jetzt entscheiden, ob ihm dieses Hilfsmittel was bringt oder nicht. Es ist auf jeden Fall sehr nützlich. Die Hilfsmittelnummer und so weiter packe ich euch alles in die Beschreibung, sowie nochmal so ein Infovideo vom Hersteller, wo dann alles in Kürze nochmal erklärt wurde. Benutzt ihr die gleichen Restkraftverstärker, ein anderes Modell oder vielleicht sogar einen anderen Hersteller? Wollt aber euren Senf dazugeben, eure Erfahrungen mit allen in der Community teilen, dann schreibt es gerne unter das Video in die Kommentare. Andere Leute freuen sich sehr über euer Feedback. So, wird Zeit für das Schlusswort. Das Video ist lang genug. Also, auch wenn das Modell M25 noch einige kleine
Kinderkrankheiten hat, ist es dennoch ein sehr nützliches Hilfsmittel, genau wie die Vorgängermodelle bzw. das Vorgängermodell. Und ja, ich hoffe, euch hat dieses Hilfsmittel-Test-Video geholfen, euch zu entscheiden. Ich hoffe, es hat euch entertained. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn das so ist, dann lasst doch gerne dem Video einen Daumen da. Abonniert gerne den Kanal für weitere Videos. Demnächst kommt dann noch was zum Arbeitgebermodell und so weiter und so fort. Eventuell kommen noch weitere Hilfsmitteltests. Das muss ich mal schauen. Ich habe auf jeden Fall Lust drauf, Sachen auszuprobieren. Sonst würde ich das ja nicht machen. Und ja, aktiviert auf jeden Fall die Glocke, wenn ihr den Kanal abonniert habt, damit ihr auch weitere Infos bekommt, wann das Video online gegangen ist und nicht nur die Highlights. Das ist ja der YouTube-Algorithmus. Also, das war's jetzt von mir. Ich gebe zurück in eure Studios. Ich mache jetzt Sense. Bis dann. Cheerio.